Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden, deswegen könnte es sein, dass ich mich äußerlich des Öfteren mal verändere. Naja, wie auch immer, jetzt fangen wir erstmal an, die Mauer zu machen. Dafür müssen wir erstmal die Höhlen holen. Aber bevor ich ganz dahin gehe, muss ich erstmal hier unten ein kleines Mäuerchen machen, damit ich den Dreck, den ich da hinten rausnehme, hier verfüllen kann. Und dafür muss erstmal der Swimmingpool hier weg. Ich hatte gerade keine Bögen mehr am Start, deswegen musste ich hier diese leicht gekrümmte Neigung des Rohrs ausnutzen. Keine Sorge, Leute, das ist nur provisorisch, ne? Nicht, dass sich einer um mich sorgt. Kommt ja ab und zu schon mal vor, dass der ein oder andere um mich sorgt, dass ich hier irgendwas an meinem Haus mache, was sich nicht wiederherstellen lässt oder sowas. Also alles nur provisorisch. Haben sie nichts gefunden bei mir hier, Mama. Jetzt die ganze Seite hier vom Haus noch ein bisschen vom Unkraut und vom Müll befreien, damit wir hier für das Mäuerchen vorbereiten können. Muss man nicht warten. Die Mama hat die gestern zum Blümchenpflanzen genommen. Und ich habe schon gedacht, die hat einer Zap-Zap gemacht. Was? Nicht mehr auf? Nee. So. Problem gelöst. Glaubst du, das wird Jahre dauern? Ich glaube nicht, dass es Jahre dauern wird. Weißt du, warum das nicht fertig geworden ist, Noah? Weil ich das nie angefangen habe. Wenn man was anfängt, dann wird es aber irgendwann fertig. Ganz viele Ameisen! Oh, wie viele Ameisen? 100 Millionen. Ja. Ich muss jetzt weiter ackern lassen, sonst werde ich hier wirklich, wie der Noah sagt, in 100 Jahren nicht fertig. Okay. Ackern heißt arbeiten. Oh, ein Schnäckchen. Das ist ja ein Schnäckchen. Okay, die nächste gebe ich dir. Oder gib dem Noah vielleicht die Schnecke, nicht? Nein. Ich teile euch. Dann sagt ihr, du bist die kaputt. Nee, mach dir nicht so. Ich, wenn ich noch eine finde, kriegst du die Noah. Zack, mach die Folie nicht kaputt. Noah, ich habe eine Schnecke für dich gefunden. Oh. Nastja, wo hast du denn deine? Was? Wo hast du denn deine Schnecke? Noah, meine. Hä? Wo ist die? Ach so, aber nicht kaputt machen das Häuschen, dann stirbt die, ne? Hier ist noch eine, will noch eine? Ich! Will die eine? Hey, ein Schneckchen. Papa. Was denn? Was ist das denn? Ja, hier, Noah. Und ein Glas Wasser? Dankeschön. Aber nicht essen, Noah, ne? Man kann die essen, Weinbergschnecken werden gegessen. Ich glaube nur die Nacktschnecken schmecken nicht, ne? Hab ich mal so gehört. Wie ist bei euch, esst ihr Schnecken? Ist ja in manchen Ländern eine Spezialität. Riecht wie ein Karneval. Ich muss hier das Mäuerchen machen, damit ich den Dreck, den ich da hinten raushole, weil da will ich auch ein Mäuerchen machen. Ne, damit ich euch hier einschließen kann, ne, weil immer stiften geht. Und der Dreck, der da hinten rauskommt, der kommt dann hier verfüllt. So habe ich mir das auf jeden Fall in meinem Kopf vorgestellt. Und da kommt dann ja Gras oder Blümchen. Eine Spielwiese? Nein, nur Blümchen. Aber vorher muss ich jetzt mal hier die ganze Bude isolieren. Vielleicht könnt ihr mir helfen, wie ich hier so eine Haustür isoliere. Hier muss ich auf jeden Fall, das habe ich von oben gelernt, ein bisschen Styrodur noch hin tun, weil sonst hier eine Kältebrücke entsteht. Aber wie ich das genau hier abdichte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Bitumen hier an diesem PVC haftet. Ich glaube, da gibt es extra so Bänder. Aber wenn das einer weiß, könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das im nächsten Video zeigen, wie ich das hier ausführe. Alle sind ja im Rasenmähen. Ich glaube, ich muss auch erstmal Rasenmähen, bevor ich hier weitermache. Wie ist das bei euch? Sitzen eure Kinder immer bis zum Ende vom Essen dabei oder machen die auch noch einen Abflug mitten da?
für uns ist das auf jeden Fall leichter, ne, so wenig Regeln wie möglich aufzustellen. Ein paar Regeln muss man haben, aber wenn man wenig Regeln hat, dann werden die halt auch nicht gebrochen. Ne? Wenn man viele Regeln bei Kindern aufstellt, dann werden die Regeln auch auf jeden Fall gebrochen, ne? Und dann ärgert man sich selber als Eltern und das lässt man dann an den Kindern aus. Also wir fahren am besten damit, wenn man so wenig Regeln wie möglich. Nur die nötigen. Genau, die nötigen. Die wirklich wichtig sind. Genau, diese wichtigen Regeln, dass man die durchsetzt und alles andere halt so ein bisschen laufen lässt. Ne? Mir ist wichtig, dass die sich die Hände waschen, wenn die draußen waren. Genau, damit die keine Würmer kriegen. Vor dem Essen. Ja. Die wollen wir nicht. Und wie ich zum Beispiel am Tisch sitzen bleibe, ist mir halt nicht wichtig. Dann ja. Gehen die halt spielen, wenn die nicht mehr essen wollen. Genau. Es soll ja auch sogar Leute geben, die ihren Kindern irgendwie beim Essen irgendwie Bücher unter die Achseln klemmen oder was, damit die Hände da auf dem Tisch lassen oder sowas. Aber ich glaube, dass das für die Entwicklung von so einem Kind nicht hilfreich ist, Mann. Wenn die so beschnitten werden in ihren, keine Ahnung, ja, auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, das sieht ja auch jeder anders. Ne? Es gibt auch nicht die perfekte Erziehung, aber jedes Kind ist anders. Und deswegen kann man eigentlich nicht so sagen, dass es eine perfekte Erziehungsmethode gibt. Wir fahren echt super damit. Ne? Wer weiß, kann sein, dass wir damit auch auf die Schnitt. Mich würde halt interessieren, wie die meisten Leute das handhaben. Ne? Ob die ihren Kindern sehr, sehr viel verbieten oder ob ihr denen ja auch viel Freiraum lässt. Ne? Weil wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Erziehung und sowas beschäftigt, glaube ich, ist schon der richtige Weg, die sich frei entfalten zu lassen, ne? Und ein bisschen entwickeln zu lassen. Weil wenn man die in der Entwicklung einschränkt, glaube ich persönlich, ist das nicht der beste Weg. Aber keine Ahnung. Ja, und ich denke halt auch, sich als Eltern immer wieder selber zu reflektieren, ne? Ja. Warum ärgert mich das jetzt, was das Kind macht? Ja, ja. Ne? Weil ganz oft ist das ja so, irgendwie, dass das einen total aufregt, wenn man selber vielleicht als Kind dafür Ärger bekommen hat. Ja, oder das stimmt. Weiß ich nicht. Ja. Und wenn man sich das so richtig vor Augen führt, dann stört einen das jetzt heute eigentlich gar nicht, das, was das Kind macht, aber irgendwie ist es so in einem drinne. Jo. Ja, dass man sich in das Kind reinversetzt, ne? Ja. Weil, wenn mir früher einer gesagt hat, ich soll das und das nicht machen, Junge, ich hab es auf jeden Fall gemacht. Ja, keine Ahnung. Prost, schreibt mir erstmal in die Kommentare und jetzt geht's weiter mit dem Acker. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt lassen wir das trocknen hier und in der Zwischenzeit mache ich ein bisschen drin weiter. Jetzt geht's draußen weiter. Auf geht's. So, das war der Voranstrich. Das ist jetzt 2K Bitumen-Dickbeschichtung. Und danach klebe ich noch so Styrodurplatten mit 1K-Komponenten Dickbeschichtung an die Wand. Und dann kommt noch Noppenbahn davor. Das soll kein Lehrvideo sein oder was, aber ich habe mein ganzes Haus quasi so abgedichtet. Ihr könnt mir ja mal schreiben in den Kommentaren, ob das so richtig ist oder ob ich das hier total falsch mache. Dann fangen wir mal an. Wie gesagt, das ist kein Lehrvideo, ich bin kein Profi. Das sieht echt nicht so doll aus, aber ich habe auch bei mir am Haus immer zweimal mit dieser Dickbeschichtung darüber gestrichen oder gespachtelt oder wie man das auch immer nennt, weil da immer so kleine Poren offen sind. Ich weiß nicht, ob das an meinen
Fähigkeiten liegt oder ob das normal ist. Auf jeden Fall steht hier auch auf dem Eimer drauf, dass man da zweimal drüber gehen muss. Das werde ich jetzt auch auf jeden Fall so machen, weil so kann ich mir nicht vorstellen, dass das dicht ist. Was haltet ihr denn hier von so Baumarktprodukten, hier von diesem Mem oder sowas? Also das restliche Haus habe ich mit PCI-Dickbeschichtung abgedichtet. Das ist aber hier nicht die Schlagseite, deswegen habe ich hier auch mal Produkte aus dem Baumarkt getestet. Zur Verarbeitung, keine Ahnung, ist das auf jeden Fall tausendmal beschissener. Stinkt die? Was? Diese Dickbeschichtung? Ja, die riecht schon nicht so schön. Ich riech nur deinen Geruch. Papa hat ja auch gearbeitet. Nur, ich bin fertig für heute. Ich muss aber noch mal so eine Packung holen. So ein dickes Ding machen? Ja, also dick weiß ich nicht, aber so wird das nicht dick. Nein, du kommst. Abend. Das Schwinde hier. Und der Müll sagt, ich würde einen Stein hier weg. Guten Tag. Es geht nichts über Feuchttücher. Ist noch irgendwo was? Oh Mann. Jetzt sind 3 oder 4 Monate um, wo ich da angefangen habe. Und wenn ich jetzt nicht weitermache, wird die Mama böse. Ja, was? Willst du auch, dass die Mama da fertig gemacht wird? Was ich immer bei meiner Frau sage, dass die mir Druck macht und was weiß ich, ist natürlich nur ein Spaß. Einerseits ist es gut, wenn ihr eine Frau habt, die euch keinen Druck macht. Andererseits ist es manchmal besser, auch mal einen Arschtritt zu bekommen, damit das auch mal weitergeht. Ne? Wie bei mir jetzt die Mauer da unten, die hat jetzt wie gesagt 4 Monate lang gestanden. Ne? Aber in den 4 Monaten ist halt auch noch was passiert. Guckt euch mal meinen anderen Kanal an. Wir basteln jetzt noch ein bisschen an der Website, ne? Ja. Und werden kutschiert. Das nennt man Zeitmanagement, ne? Ohne Scheiß. Habe ich gemacht, was mir halt im Moment da jetzt einfach mal wichtiger war. Ne? Jetzt bald wird auch mein Haus verputzt. Was ich damit sagen will, jeder muss halt Prioritäten setzen und meine Prioritäten waren jetzt halt nicht 100% da die Mauer gewesen. Fertig. Ich musste hier wieder dieses Billigzeug aus dem Baumarkt holen, weil ich war beim Baustoffhändler und der hat mir gesagt, dass wenn man einmal damit angefangen hat, mit diesem, boah Junge, mit diesem Billigzeug zu arbeiten, dann muss man das auch bei der zweiten Lage machen, weil jedes Bitumen-Dickbeschichtungszeug da irgendwie unterschiedlich von der Konsistenz ist und die würden sich nicht miteinander vertragen. Keine Ahnung, vielleicht war der auch einfach nur abgefuckt, weil ich nicht die erste Lage bei dem geholt habe. Aber so hat er mir das gesagt. Ich habe nämlich heute ein sehr langes Gespräch mit dem Baustoffhändler geführt. Als erstes hat er mir mal gesagt, dass man die Bitumen-Dickbeschichtung nicht bis fertigen Boden, das hier ist mein fertiger Boden irgendwann, also nicht bis hierhin aufträgt, sondern 5 cm tiefer und dann über Bitumen-Dickbeschichtung und der Hauswand eine Dichtschlemme auftragen soll. Ich habe bei mir jetzt diese Bitumen-Dickbeschichtung immer höher gemacht als der fertige Boden. Das ist schlecht, weil man darüber nicht putzen kann. Das heißt, überall wo ich das gemacht habe, muss ich das jetzt wieder abkratzen. Da habe ich gehört, das soll nicht so schöne Arbeit sein. Ganz beschissen ist das hier hinten. Auf jeden Fall habe ich vor, hier bald zu verputzen und deswegen werde ich hier erstmal diese Mauer abbrechen. Und werde die ganze Bude komplett richtig abdichten. Also so, wie der Baustoffhändler mir das gesagt hat. Wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid oder wisst das besser, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, weil ich bin kein Profi in diesen Sachen hier. Der Sommer ist bald vorbei. Ich werde jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen genießen. Also war es das jetzt hier erstmal mit dem Video. Peace, Leute, bis dann, macht's gut und seid fleißig.